herzlich willkommen zu Stadtfilmabend Folge 12, glaube ich. Ja. Und zwar ein bisschen weiter gespielt. Wir haben jetzt hier die Solarpaneele soweit fertig, dass schon eins davon kaputt gegangen ist. Logisch. Und ich habe hier ein paar Gänge gebaut, damit, wenn es wieder zu Fäule kommt, die nicht gleich auf die benachbarten Felder übergreifen kann. Und wir haben hier ein paar neue Turrets hingebaut. Und das ist prima, weil es wird gerade wieder von den Vergewaltigern hier. Die greifen wieder an. Die sehen jetzt so halbwegs gut bewaffnet aus. Hier hat einer ein Präzisionsgewehr. Das ist ätzend. Aber die meisten haben nur Waffen mit geringerer Reichweite. Und natürlich greifen sie von Süden an, wo wir keine Killbox haben. Okay. Schauen wir mal. Dann gehen wir hier mal alle nach innen. Und die Tiere auch alle nach innen. Nur für den Fall. Und dann schauen wir mal, wo die Leute angreifen hier. So wie ich den Laden kenne, werden sie vermutlich entweder rumlaufen oder versuchen, die Mauer kaputt zu hauen, was ätzend wäre. Okay. So, schauen wir mal. Oh, Ratte hat nichts zu tun. Mal gucken, was kann Ratte machen? Arbeit. Das mal alles wieder einstellen. Ich hatte das, um Sachen einzusammeln in der Gegend, alles ausgestellt. Stellen wir es jetzt mal wieder ein. Und wir könnten auf Schmieden und Schneidern und so auch ein bisschen Gewicht legen hier. Außer Carsten. Carsten soll forschen. So, fertig. Ja, Bettruhe können wir auch machen. Hilfsarbeit machen wir auch an. Und Tierpflege. So. Dann schauen wir mal. Naomis zahlreiche Freunde. Innerhalb von 7 Stunden schauen wir mal. Eine 89-jährige Wissenshüterin namens Naomi kontaktiert dich aus der Nähe. Sie gibt zu, dass sie ein Friedensritual zwischen den Fraktionen, das Flussbündnis und die Vergewaltiger entweiht hat. Nun wird sie von beiden Fraktionen gejagt. Sie fleht um Hilfe und bietet an, sich bei dir in Filmabend 1000 anzuschließen. Naomi hat eine Beziehung zu einem Kolonisten. Sie ist Nussis Schwester. Nussis Schwester Naomi. Okay. Wenn du Naomi bei dir aufnimmst, werden beide Fraktionen, das Flussbündnis und die Vergewaltiger, in 4 Tagen einen Überfall bei dir durchführen. Naomi ist zu aufgeregt, um mehr Informationen preiszugeben. Ja, wenn das Nussis Schwester ist, dann müssen wir ja annehmen, auch wenn wir gerade eh schon angegriffen werden. So, was soll's. Naomi schließt sich an, Verwandtschaft, zum Ort springen. So, Naomi. Nee. Behandlung benötigt wer? Kerstin, okay. Starten ihren Angriff. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, wo sie Ah, da kommen noch mehr! Eieiei. Waren das alle? Ne, da oben kommen auch noch welche. Meine Güte, jetzt kommen sie von überall. Aber auch gut. So. Die kommen zumindest schon mal nicht durch die Mauern. Fraktion der Vergewaltiger fliehen. Okay. Okay, super.
Es ist Dorsey, okay. Bummlerin. Wo ist Naomi? Okay, klaut sich Essen. Okay. Schauen wir mal, Naomi. Ja. Jetzt soll sich mal auch innen aufhalten erstmal. Okay. Wow. Kommen hier auch welche? Ja, einer liegt da schon. Okay. Super. Wow, hier ist keiner durchgekommen. Haben wir sonst noch irgendwelche? Ne, die greifen alle hier an. Okay. Shit. Shit. Jetzt ist der Strom ausgefallen hier. Kacke. Okay. So. So. Achso, gefangen, nicht erreichbar. Gut, Zeitplan. Machen wir die alle wieder auf unbegrenzt. Haben wir hier noch irgendjemanden gefangen nehmen oder sind die alle tot? Ich glaube, nur einer lebt noch. Okay. Also, sie fliehen wieder. Sehr gut. Okay. Leiche, Leiche. Leiche, 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 alles Leichen. Okay. So, dann müssen wir das ja wieder aufbauen hier, wa? Plonk, und dann brauchen wir auch wieder Strom. So. Oh, McDonald ist gestorben. Das ist natürlich schade. So, wo wohnt denn jetzt Naomi? Haben wir noch irgendwo Gräber oder sind die alle voll?
Och nein! Jefim ist in einen Blutrausch verfallen. Er hat sich entschlossen, Nunu umzubringen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Um Himmels Willen! Dein eigen Fleisch und Blut! Okay, versuchen wir ihn mal einzusperren. Ah, funktioniert wunderbar. Jefim ist nicht mehr in einem Blutrausch. Okay. Gefängnis rekrutieren. So. Sowas. Ratte ist untätig. Warum ist Ratte untätig? Warte mal, Ratte darf nichts machen. Warum machen wir denn Ratte nicht auf Forschung? Ach scheiße, die Tiere sind immer noch drin. Bewusstloser Kolonist. Naomi, was ist mit Naomi los? Gebrechlich und Rückenschmerzen. Was Naomi ist, muss ich überlesen haben. Naomi ist 89 Jahre. Okay, wie kann sie die Schwester vom Nussi sein dann? So, Strom. So. Die beiden funktionieren. Der funktioniert auch sehr gut. Donald nicht langsam mal. Ach, Ben strickt nicht, oder was? Kein Träger. Beerdigen. So. Jefim ist Trockenfutter. Wenn's denn schmeckt. So, okay. Ratte mag offenbar lieber jagen als forschen. Das stellen wir mal ab. Der soll forschen. Wenn er auch sonst zu nichts gut ist. Hat Trockenfutter gegessen. Ja, warum isst du das dann? So, siehst du, die meisten Leichen sind beerdigt. Ist das nicht schön?
Aha. Nur sie kifft. Okay. Karawane nähert sich. Tante von Nuno und Jefin. Okay. Jägerin Drache. Schauen wir mal. Vielleicht haben die ja was, was wir brauchen. Oh fuck. Okay. Im Fluss gelandet. Super. So, wollen wir gucken. Wir könnten ein paar Tiere verkaufen, dann hätten wir wieder Geld und Enteneier unbefruchtet. Hm. Jede Menge Parkas, die wir verkaufen können. Wir können Schweinchen dafür kaufen oder Labrador Retriever. Oder hier Pemmican. Hat nicht genügend Silber, okay. Dann behalten wir halt ein paar von den Parkas hier. Aus normale Parker aus Syngarn. So. Coolio. Was ist denn mit Naomi schon wieder los? Gebrechlich, Rückenschmerzen und zu viel geraucht. Okay. Was kann Naomi eigentlich? Haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Geistige Arbeit. Oh, sie kann forschen. Sozial, Kunst, Pflanzen, kochen kann sie. Okay. Dann... Kunst lassen wir mal an. Feldarbeit und Jagen soll sie mal nicht, aber aufsehen und kochen soll sie. Okay. Breixos. Aha, offenbar ist sie dann also auch verheiratet gewesen. Okay. Cekospos Theotoleune, hochste Larch der Fraktion des Exodus-Imperium, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Piraten von einem nahegelegenen Lager aus ihre Karawanen. Das Lager gehört zur Fraktion die Vergewaltiger. Hat uns gebeten, das Lager zu zerstören. Nee, da muss man ja wieder aus der eigenen Basis raus. Habe ich keinen Bock drauf. Oh, wie weit ist Ratte? Ja, noch knapp 1000 Punkte, das wird noch eine Weile dauern.
Okay, Clan der Grube zieht weiter. Wie kann das sein? Nossi ist hier 49 und 70 in chronologischer Zeit. Das heißt, er war für 21 Jahre eingefroren irgendwann mal zwischendurch. Und Naomi ist 106 chronologisch. Das heißt, da liegen 36 Jahre zwischen den Geschwistern chronologisch. Wow, okay. Heugras ist verrottet, ja, passiert. Ist ja wieder zu wenig Strom, wie kommt das denn? Oh, weil es nicht angeschlossen ist hier. Wir machen mal hier die toten Tiere, nehmen wir mal raus, weil das ist, finden wir optisch nicht so schön. Wer ist denn hier eigentlich für Aufsehen? Nur zwei Leute. Jagd auf Naomi, das Flussbündnis. Okay. Da kommen sie her, die Flussbündnis-Heinis. Okay, und von der anderen Seite kommen sie auch. Super. Ja, dann schauen wir mal. Dann wollen wir wieder mal lieber alles nach innen schicken. Hat sich ja bewährt. Bewusstloser Kolonist, Naomi. Oh wow, cool. Wow. Coole Sache. Oha. Oh, jetzt kommen sie alle rein. Wow, den Kopf abgeschossen. Cool. Okay, also die flüchten, aber hier unten kommen noch welche. Oh, scheiße, die kommen und die hauen die Mauer kaputt. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Das ist super nicht schön. So, schön verteilen hier. Nein! Nein! Nicht Nussi!
Kassen. So. Ach, siehst du, geht doch. Kerstin liegt bewusstlos, Markus liegt bewusstlos, Nussi Leiche. Eieiei. Okay, aber dann muss die Totes laden wir neu. Ah, gemein. So, wie weit sind wir denn jetzt hier? Okay. Naomi ist immer noch im Krankenbett. Wir haben die ganze Arbeit noch nicht. Warte mal. 2-1, 2-1, 2-1. Bettruhe. Hilfsarbeit kann auf 4 stehen bleiben. Die machen wir beide auf 2. So. Gutratte war der Forscher. Kerstin, Nussi und Nono können mal Aufseher noch sein, Tierpflege. Können wir alle ein Stück weit machen. Außer Ratte. Kochen konnte Naomi, glaube ich, ganz gut. Und Kerstin und... Also nur die Frauen ist auch irgendwie blöd, ne? Also nehmen wir Carsten noch dazu. Der kann Suppe machen. Okay, jagen lassen wir mal aus. Bauen darf jeder, aber auf 2... Bergbau, Feldarbeit war Nussis Meteor. Carsten und Ratte dürfen auch. Und Bergbau machen wir mal auf 2. Okay. So, jetzt haben wir das soweit und jetzt ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Darum hören wir hier mal auf. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Dienstag. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu subscriben und den Like-Button zu drücken und einen Kommentar zu schreiben. Und wenn ihr darüber informiert werden wollt, wenn ein neues Video da ist, diese kleine blöde Glocke auch zu drücken, wenn ihr subscribed habt. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.